Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Be Quiet Straight Power 11, Baby. Und das Ding hier ist ein 650 Watt Netzteil. Das heißt, wir sind hier auf der Goldebene. Wir sind hier in einem Mittelfeld der Wattanzahl angelangt. Das heißt also, hier können wir richtig Power abrufen. Mit Straight Power zählen wir beim Einbauen auf selber PC-Bauer ab. Das heißt, wenn ihr euer System selber zusammenschrauben wollt, ist so ein Netzteil recht ratsam, wisst ihr? Denn Be Quiet versteht Straight Power als das Netzteil der Wahl für alle, die nicht auf den überwältigenden Funktionsumfang eines Dark Power angewiesen sind. Okay, das heißt also, wir sind hier jetzt nicht in der Upper Super Krass High Class, sondern hier im Mittelfeld unterwegs, was absolut ausreichend heißt, wir haben hier Premium-Technologie verbaut. Es ist leise, es ist effizient und dadurch ist es natürlich Weltklasse. Das Be Quiet Straight Power 11 650 Watt Netzteil setzt neue Maßstäbe für flüsterleise Systeme, ohne auch nur geringste Kompromisse bei der Stromversorgung einzugehen. Nahezu unhörbare Silent Wings 3, 135 mm Lüfter. Das bedeutet, dass die Lüfter schön groß gewählt sind, eine langsame Rotationsgeschwindigkeit haben. Eine langsame Rotationsgeschwindigkeit heißt weniger Luftverwirbelung heißt weniger Sound. Sehr schön. Trichterförmiger Lufteinlass am Netzteilgehäuse erhöht den Luftdurchsatz. Kabelloses Design im Netzteil auf der DC-Seite. Das steigert die Kühlung und die Langlebigkeit. Wir haben ein modulares Kabel für maximale Flexibilität und das ist wirklich cool bei Be Quiet. Das bedeutet im Umkehrschluss nämlich eins, wenn ihr, sag ich jetzt mal, das Straight Power 11 500 Watt Netzteil habt und in 5 Jahren oder so denkt ihr, oh, ich brauche ein bisschen mehr Bums in der Bude, ne? Dann holt ihr euch das 650er oder größer zum Beispiel und dann braucht ihr nicht das komplette Mainboard wieder rausroppen, alles wieder abklemmen, alles wieder anklemmen. Nein, ihr könnt einfach sozusagen am neuen Straight Power 11 die Kabel einstecken vom alten Netzteil. Sehr sinnvoll finde ich das. Da hat sich Be Quiet was Gutes einfallen lassen. 80 plus Gold-Effizienz von bis zu 93%. 4 PCIe-Anschlüsse für leistungsstarke GPUs. Wir haben eine japanische 105 Grad Celsius Kondensatorenfamilie, sicher und stabil und natürlich zuverlässig im Betrieb verbaut. Es erfüllt die ERP und die Energy Star 6.1 Richtlinien. Wir haben 5 Jahre Herstellergarantie. Das heißt also, wir sind hier schon breiter aufgestellt, als der Markt es sonst so mit sich bringt. In Europa oder Deutschland ist es 2 Jahre nur. Der Silent Wing 3 Lüfter, das heißt, wir haben hier einen ganz ruhigen Betrieb. Der hochwertige Silent Wings 3 Lüfter ist beeindruckend leise und erzielt seine erstklassige Luftstrom. Er ist mit vielen hochwertigen Features ausgestattet, wie einem strömungsoptimierten Design der Lüfterblätter, einem fortschrittlichen Fluid Dynamic Lager und ein 6-Pol-Motor, das für minimale Vibration, Langlebigkeit und geringen Stromverbrauch sorgt. Der trichterförmige Luftstrom, ein Führungsfreund, heißt höhere Kühlleistung. Das Netzteilgehäuse mit seinem trichterförmigen Design sorgt für mehr Luftdurchsatz. Das ist wie beim Verbrennungsmotor. Je größer sozusagen die Luftstutzen vorne sind, wo die Luft reinkommen kann, je mehr kriegt er Kühlung für den Motor, je mehr Power kriegt er raus und je mehr Kompression kriegt er in den Hubraum rein. Es ist ähnlich hier bei den Computerkomponenten auch, denn Computerkomponenten werden warm. Das ist so. Und die sollen auch gut gekühlt werden, damit sie auch optimal funktionieren können. Deshalb trichterförmig. Und wir haben ein kabelloses Design im Netzteil. Das heißt, super langlebige Komponenten. Eine absolute Innovation. Das Straight Power 11 ist im Inneren des Netzteils auf der DC-Seite kabellos. Das verbessert die Luftzirkulation, reduziert Signalstörungen durch die entfallene Verkabelung und erhöht so die Langlebigkeit der Komponenten auf ein Maximum. Und das Geilste ist überhaupt die modularen Kabel. Höchster Komfort und höchste Kompatibilität. Nur die Kabel, die wir wirklich benötigen, kommen zum Einsatz. Der Vorteil daran ist ein aufgeräumtes Gehäuse, eine einfache Installation sowie ein ungestörter Luftstrom, der
geringe Systemtemperaturen natürlich dann auch ein leiseres Betrieb des ganzen Systems zur Folge hat. Der Straight Power 11 ist 80 Plus zertifiziert im Goldstatus und erreicht eine Effizienz von bis zu 93%. Ein wirklicher Vorteil für jedes System, denn so wird der Energieverbrauch verringert, das System besser gekühlt und wir haben einen leiseren Betrieb. Hochklassigste Technology. Kompatibilität mit den Systemen von morgen ist da. Das bedeutet, durch den Einsatz LLC und SR-Technologie wird die effiziente Leistungsstabilität erhöht. Der DC-Wandler sorgt für eine noch stärkere Spannungsregulierung, sogar bei heftigen Crossloads. Diese gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb auch mit der nächsten Generation von Prozessoren und Grafikkarten. Und deshalb sind wir hiermit auch sehr schön zukunftstechnologisch aufgestellt. Nur die besten Komponenten kommen natürlich hier ins Netzteil zum Einsatz. Deshalb werden ausschließlich hochwertige japanische Kondensatoren verbaut. Die sind auf Betriebstemperaturen bis 105 Grad Celsius ausgelegt und gewährleisten Zuverlässigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Verpackungstechnisch sind wir hier wieder fett am Start. Schönes schwarzes Design, wie alle Straight Power 11 Netzteile aufweisen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, von der anderen Seite nochmal zu schauen. Und hier sehen wir auch schon, was alles drin ist. Diese ganzen Kabel sind Einzelkabel. Das heißt, die können wir dann modular zusammensetzen, was wir alles brauchen im System. Das ist eine, finde ich, sehr tolle Innovation, die hier Be Quiet auf den Markt gebracht hat. So, schauen wir uns an, was alles drin ist in so einem Klopperteil. Erstmal schöne Bedienungsanleitung mit schönem Hochglanzcover. Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch. Installationsanweisung, Spanisch, Russisch ist auch noch am Start. Bedienungsanleitung selber, außen sind Hochglanz drinne. Hier sehen wir die ganzen Schalter und die ganzen Kabelbelegungen nochmal, was wir alles haben und ist auch beschriftet. Sehr schön. Bedienungstechnisch ist es jetzt nur Schrift, keine Bebildung. Das heißt also, ich kann euch nur empfehlen, schaut mein Video darüber, wie ihr ein Netzteil zum Beispiel in ein System integriert. Hier haben wir ganz viele unterschiedliche modulare Kabel. Die sind alle beschrieben mit VGA 2, VGA 1, mit 6-Pin-Belegung oder 8-Pin-Belegungsoption. Das heißt, da können wir einfach hinzubuchen, was wir brauchen. Sehr cool ist das. Dann haben wir hier das gute alte Power Supply Netzteil. Das ist ein Standard, wie schon seit 30, 40 Jahren im Computerbusiness, der dreipolige Stecker mit einem Schuko-Stecker. Dann haben wir noch Kabelstrapse dabei, um eine vernünftige Befestigung stattfinden zu lassen. Hier sind auch noch 4 Schräubchen fürs Gehäuse zum Beispiel. So, dann haben wir noch mehr Kabel. Hier Main Connector, das heißt also, hier kommt das Säftle aufs Motherboard zum Beispiel. Dann haben wir hier SATA-Anschlüsse. Dann haben wir hier HDD-DVD, SATA wieder, noch mehr SATA, HDD-DVD, also genug Zeugs da. Und da gilt auch wieder, modular könnt ihr vorgehen. Ihr könnt also nur das oder werdet nur das benutzen, was ihr auch wirklich verbaut habt. So, jetzt weg mit der Verpackung, her mit dem Netzteil. Netzteil schön in Knallerfolie. Peng, 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 peng. So, und hier ist das gute Stück. Ne, die machen wirklich sehr schönes Zeugs. Sieht cool aus, weil schön schwarz gehalten, edelschwarz. Und vernünftig hier auch hinter Gittern gesetzt, damit keiner da mit der Zunge oder mit irgendwelchen Auswüchsen von unserem Körper hineintauchen kann. An der Seite steht ein schönes Be Quiet Branding. Auf der anderen Seite stehen die Spezifikationen des Gerätes, was hier AC-DC Output, Maximum Current ist und Maximum Combined Power, 650 Watt am Start. Es ist CE-FCC EAC zertifiziert und hier haben wir den ganzen Kabelbaum. Da können wir dann modular die Käbelchen hineindonnern und hier steht auch nochmal die Beschriftung, was hiermit kompatibel ist. Ne? Mainboard, P8, P4, Drive, also sprich HD, DVD etc., PCI Express, 2 Ports. Das ist dann zum Beispiel für die Grafikkarte. Gut, andere Seite haben wir, wie schon gesagt, kabellos, nahezu kabellos, weil wir haben nur einen Netzteilstecker, der hier reinkommt. Dann haben wir noch einen An- und Ausschalter und hier haben wir Blick sogar auf die Kondensatoren und Kanzel und Technik im Inneren. Schönes Teil, sehr effizient, sehr gut verarbeitet und natürlich durch seine japanischen Kondensatoren sehr langlebig am Start. Das ist das Be Quiet Straight Power 11 650 Watt Gold Netzteil für
mittlere Systeme oder sogar untere High-End-Systeme sehr gut kompatibel und geeignet. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.